Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, euer Chriso wieder hier. Ja, für heute war ja eigentlich Livestream geplant, aber ich musste irgendwie umstrukturieren, beziehungsweise konnte ich umstrukturieren, weil ja die Eventzeiten sind anders als gedacht und oder anders als erwartet. Und ja, die meisten von euch werden das vielleicht auch schon mitbekommen haben. Wir haben viele neue Events bekommen, unter anderem eben auch, wie erwartet, das Glyphen-Event. Nur, dass es eben nicht so wie normalerweise einen Tag dauert, sondern wir haben ganze 8 Tage Zeit dafür. Und ja, deswegen dachte ich mir jetzt einfach, ich lasse den Livestream heute aus, weil es wäre grundsätzlich nur ein Opening gewesen und es wären nur die Dunkeltruhen gewesen, die ich bis jetzt angespart habe. Und ja, ich wollte das eigentlich dann nächste Woche lieber gemeinsam machen, weil ich bekomme nächste Woche den Account vom Venator und meinen Account eben mache ich natürlich gleichzeitig dann auch noch zusätzlich auf. Und ja, mal schauen, wie das dann hinhaut. Also ihr seht, ich habe ja jetzt schon über 8 Kisten, wenn der Raid dann fertig ist, beziehungsweise das, was eben heute dann noch dazu kommt. Es sollten sich mindestens, sage ich mal, 12 Kisten ausgeben bis nächste Woche. Und wir werden das dann einfach nach den Feiertagen am besten, beziehungsweise eben vielleicht am 26. werde ich dann den Livestream machen, wo ich das öffne, das Ganze. Eben die ganzen Summons mache, plus eben die ganzen Kisten. Man kann ja jetzt auch noch einiges an Belohnungen wieder zusätzlich abholen, das heißt, da kommt dann noch einiges wiederum dazu. Ich bin ja auf meinem Account jetzt noch nicht so extrem am Sparen gewesen, also ich bin jetzt da mal bei 24, wie ihr seht, da habe ich einen legendären. Da kommen aber natürlich dann noch von den Kisten genügend wieder dazu, also da bekomme ich dann nochmal 2,5, also 250, sollten es mindestens sein, eigentlich 300 bei 12 Kisten dann. Also da kommen dann auch noch 3 legendäre Steine dazu, beziehungsweise jetzt eben mit den Belohnungen, die man dann noch alles abholen kann. Tower 100 habe ich auch noch nicht gemacht, da kommt auch noch einiges dazu dann. Ja, da sehen wir auch ein paar Steine halt da vorhanden, ein paar besondere Seelensteine, ja. Das war es dann da im Großen und Ganzen, aber ich sage mal so, bis nächste Woche sollte ich schon so, ja, knapp an die 100 sollte ich schon rankommen. Beim Venator sind es im Moment ca. 200, was ich weiß. Und plus eben die ganzen Kisten, die dann noch zusätzlich dazukommen, das werden wir dann gleich alles auf einmal aufmachen. Dann kann ich auch mal einen richtigen Opening-Livestream machen, das heißt einfach nur mal mit Opening vielleicht und nicht irgendwie gestückelt und geteilt. Ja, ansonsten echt coole Sache, muss ich sagen, mit den ganzen Events. Auf das will ich natürlich auch noch ein bisschen genauer eingehen, also ist jetzt bei mir leuchtet da auch schon immer wieder zwischendurch mal was auf. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Events und ihr seht, es dauert nicht lang, dann kommen schon wieder die nächsten. Also im Moment hat man wirklich, wirklich viel zu tun und muss halt immer schauen, dass man irgendwie ja, am Laufenden bleibt, beziehungsweise schaut einfach, dass man das Ganze irgendwie abschließen kann und keine Belohnungen verliert. Das ist dann zeitweise schon ein bisschen unübersichtlich jetzt, weil man schon gar nicht mehr weiß, was man eigentlich als erstes machen soll. Jetzt wäre es natürlich am besten, wenn man farmt, weil die Fragmente mal 2 sind, das heißt, die Chance ist erhöht. Also bekommen höhere Drop-Chance. Und das ist natürlich ganz nett, eben nebenbei vielleicht zum Glyphenfarmen. Und ich mache das eben jetzt, wie gesagt, so, dass ich mir da immer wieder ein Monster mitnehme, einfach zum Aufleveln. Also wenn ich jetzt hier reingehe in Zorn 10, dann seht ihr das schon hier so. Ich laufe immer mit diesen 4ern jetzt und zusätzlich eben ein 3-Stern-Monster, was halt aufgewertet wird, weil ich will jetzt eben auch noch ein paar mehr 5-Stern-Monster basteln. Essenzentechnisch habe ich bis jetzt noch nichts gemacht, weil ich da noch immer nicht ja so ganz so sicher bin, beziehungsweise noch nicht weiß, was ich genau machen will oder welches Monster sich am meisten lohnt von denen, die ich jetzt zur Auswahl habe, will aber definitiv noch warten, bis ich mal auf jeden Fall die Dunkelglyphen habe und bis ich eben das Summoning nächste Woche gemacht habe, also das heißt bis nach dem Opening, mal schauen, was da für Monster vielleicht noch rauskommen, vielleicht kommt da noch das ein oder andere 4-Stern-Monster auch raus und vielleicht lohnt sich das dann mehr als eins der Monster, die ich jetzt habe. Und dann werde ich erst die erste Aura dann mal auswählen und eben den ersten heroischen Stern abholen. Ja, ansonsten, ihr seht es selber bei mir, also ich bin da heute auch noch nicht durch, ich habe das noch nicht mal angefangen. Ja, der Dungeon ist klar, der ist erledigt. Der wird ja dann auch wieder resettet, also das heißt, es geht ziemlich schnell. Hier könnte ich mir schon 2 solche Essenzen kaufen. Das wäre jetzt kein großartiges Problem, also da bin ich halbwegs gut dabei, sage ich mal. Und ja, ansonsten, geheime Insel bin ich im Großen und Ganzen auch durch, da fehlt mir nur noch ein Monster, das ich 2-mal töten muss, wo ich aber nicht weiß, wo das ist, das muss ich erst suchen. Ansonsten
gibt es eigentlich nicht wirklich so viele neue Sachen. Also Tower bin ich jetzt auf 71, den 70 habt ihr ja gesehen im Livestream, wer dabei war. Ja, den werde ich jetzt dann noch die Tage bis 100 dann raufspielen, dass ich mir eben noch dann oben den legendären Stein abholen kann, dass ich eben noch einen mehr habe zum Öffnen. Ja, sollten ungefähr, sage ich jetzt mal so, von dem mit den Belohnungen und so weiter, ja, grob geschätzt, sage ich mal so, 6-7 legendäre Steine sollten es auf jeden Fall sein. Und ja, ansonsten mal schauen, was sich dann sonst noch so zusätzlich ergibt. Siegeltechnisch weiß ich diesmal nicht, ob ich was kaufen werde oder ob ich es einfach spare mal vorerst, die Siegel. Das werde ich dann kurzfristig entscheiden, sage ich mal. Also je nachdem, wie es aussieht bei den ganzen Events, die wir im Moment haben, bekommt man sowieso so viele Siegel rein. Aber ja, ich sage mal, es lohnt sich die meiste Zeit eigentlich nicht wirklich, dass man unbedingt die Siegel jetzt ausgibt, weil ja, oft bekommt man dann doch nichts raus und dann denkt man sich wieder, gut, 850 Siegel sind dann doch nicht so wenig, und wenn man sich dann eben, sage ich jetzt mal, zwei, drei solche Pakete kauft, dann geht es halt schon ordentlich rein in die Siegel. Und deswegen, ja, mache ich das jetzt grundsätzlich auch nicht mehr wirklich. Also ich habe es ja beim letzten Mal gemacht, wer das gesehen hat, und ja, ich glaube, das lasse ich jetzt in Zukunft eher weg und spare mir die Siegel dann lieber auf. Wer weiß, was später noch kommt, beziehungsweise falls es mal an Energie fehlt oder sonst irgendwas, ist es natürlich immer schlauer, wenn man die Siegel vorrätig hat, dass man einfach wirklich farmen kann, weil Farmen einfach definitiv wichtiger ist, als jetzt vielleicht das ein oder andere Vierstein-Monster zu ziehen. Natürlich gibt es Vierstein-Monster, die sehr wichtig sind oder die euch irgendwie ja extrem weiterhelfen, aber trotzdem sind die Glyphen im Endeffekt noch immer das Wichtigste in dem Spiel. Deswegen würde ich eher mal auf die Glyphen achten, schauen, dass die Glyphenqualität stimmt und ja, nicht unbedingt so extrem viele Siegel vielleicht verschwenden auf Summons, weil ja, ihr wisst sowieso nicht, was ihr da rausbekommt. Das weiß ja keiner. Und es ist eben oft genug auch so, dass man dann im Endeffekt nichts bekommt oder vielleicht nur Sachen bekommt, die man sowieso schon hat. Und dann lohnt sich das Ganze natürlich nicht. Anders sieht es natürlich aus, wenn ihr noch neuer im Spiel seid. Das heißt, wenn ihr erst neu dazugekommen seid, vielleicht noch nicht wirklich viele Monster habt. Dann lohnt sich es natürlich schon, wenn ihr am Anfang diese Summons kauft. Weil ihr natürlich dann eine höhere Chance habt, weil ihr noch nicht viele Monster habt. Das heißt, ihr werdet in erster Linie jetzt keine doppelten Monster bekommen. Und die Chance ist natürlich auch hoch, dass ihr ein Monster bekommt, das euch wirklich weiterhilft. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur 2-Stern-Monster habt, dann ja, hilft euch so gesehen fast jedes 3-Stern-Monster eigentlich halbwegs gut weiter am Anfang. Ja, das war es jetzt mal im Großen und Ganzen von mir. Ich wollte euch das nur mitteilen, nur dass ihr euch nicht wundert, weil ich eben das letzte Mal im Livestream gesagt habe, dass ich heute streame. Das heißt, das lasse ich heute mal aus. Dafür mache ich eben das Video jetzt. Und ja, wie gesagt, ansonsten ganz normal werde ich am Dienstag dann streamen, so wie gewohnt. Höchstwahrscheinlich dann erst ab 20 Uhr, 20.30 Uhr sowas. Das werde ich euch aber dann noch ganz genau mitteilen, weil, wie die meisten ja schon wissen, ist um 19 Uhr immer Raid bei uns in der Gilde. Und das heißt, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen meistens von 19 bis 21 Uhr circa am Raiden. Und ja, ist natürlich jetzt nicht unbedingt spannend für euch, weil wenn ich immer um 19 Uhr anfange zum Streamen und dann raid ich bis 21 Uhr, da kann ich nicht wirklich viele andere Sachen zwischendurch machen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass ich da ein bisschen nach hinten verschiebe, einfach von der Streamingzeit, weil ich auch allgemein einfach merke, dass viele Leute auch erst um 20 Uhr, manche auch erst um 21 Uhr dann einschalten, also knapp bevor ich dann eigentlich schon wieder aufhöre zu streamen. Deswegen ist es vielleicht sowieso schlauer, das ein bisschen nach hinten zu verschieben, dass einfach mehr Leute zuschauen können. Und ja, wie gesagt, Livestream ist ja eine gute Sache, weil ihr könnt mir dort allgemein einfach Fragen stellen direkt und ich kann euch das direkt dann dort gleich beantworten, beziehungsweise mir eben das anschauen, weil alles weiß ich jetzt, wie gesagt, auch nicht immer auswendig. Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt wieder, so wie jetzt, die neuen Monster dazugekommen sind, da weiß ich natürlich jetzt auch nicht alle Fähigkeiten auswendig oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ihr da was gezogen habt und ihr braucht da Tipps oder Ratschläge dazu, was jetzt die Glyphen angeht oder Aufwertung, sonst irgendwas, könnt ihr mir dort gerne die Fragen stellen, dann kann ich mir das dort direkt anschauen und ihr bekommt natürlich sofort eine Antwort, braucht ihr nicht warten drauf. Ja, das war es jetzt im Großen und Ganzen von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Abend und ja, ich werde sicher noch die Tage auf jeden Fall ein Video rausschmeißen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und ja, man sieht sich dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's es gut, Leute, und viel Spaß dabei. Ciao, ciao.